Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Innerdung zu einem neuen Part. Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Da war gleich ein wildes Ratfratz. Ja, ich würde mal sagen, wir sind offscreen schon ein bisschen weitergekommen. Also ich bin offscreen schon ein bisschen weitergekommen. Im letzten Part am Ende hatten wir ja dieses Rätsel, wie wir hier im Turm nicht weiterkamen. Und nun bin ich durch ein weiteres Geschoss, durch ein Loch nach unten gekommen, zu einem Punkt, der hier ist. Man kann, ja, ein Punkt, der hier ist, auf jeden Fall. Man wird es auf jeden Fall irgendwann nochmal sehen. Ich werde ja den Weg auch noch zurückgehen müssen und daran wird man es eventuell ein wenig sehen, wie ich hier hingekommen bin. Aber wir sind schon fast da am Ziel und deshalb fordern wir jetzt diesen Trainer heraus, indem wir ihm vor die Augen treten, auch vorher ein wildes Fukalo hier im wilden Pokémon-Kampf hinzukommen. So, nein, was? Wenn nicht gegen uns kämpfen? Na dann, von mir aus. Und was haben wir hier? Du kannst keine weiteren Items tragen. Okay, dann müssen wir wohl ein Item loswerden. Da werfe ich am liebsten immer die TMs weg, die ich habe. Und Calcium, ja, das können wir wegwerfen. Calcium in den Müll. Ja, so, weg damit. Das dürften wir. Carbon, okay. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nicht. Ein wildes Fukano. Los, Pikachu. Fliehe. So, und kommen und runter. Wo wären wir hier? Ah, okay. Weiß, wo wir sind. Da haben wir ein Buch, was wir lesen können, um eine weitere Geschichte herauszufinden, um das Mewtwo, die Geschichte von Team Rocket wahrscheinlich. Flucht. So, hier mal lesen. Tagebuch, 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Das klingt schlimm. Und dann mal hier runter zum Schalter. Oha. Okay. So kann man das machen. Ein versteckter Schalter. Schalter drücken. Ja. Wer würde es nicht tun? Und gleich ein wildes Pokémon. Ein Slimer, wie es ausschaut. Und ja, so kommen wir, glaube ich, ans Ziel. Mit die Lösung richtig in Erinnerung habe, muss man da ein paar Schalter betätigen und kann dann so weiter. Kannst keine weiteren Items tragen. Ach, immer diese nervigen Items-Störungen hier. Pokémon erste Generation. Man kann gar nicht so viel in den Beutel nehmen, wie man braucht. Was eigentlich relativ logisch ist. Irgendwann ist ein Beutel einfach voll. Ein Rucksack ist dann irgendwann überlastet. Aber ja, das ist schon praktisch, dass man das in den neueren Spielen kann. TM14, ja, mal schauen, wie wir das beibringen können. So, jetzt sind wir hier. Noch ein Item. Ich kann natürlich keine weiter. Was? Oh, doch, kann ich. Ich habe eins weggeworfen und kann zwei aufgeben. Auf jeden Fall. Das ist auch sehr logisch. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube dahin, wo wir gerade hingegangen sind. Eine wilde Slimer. Das lassen wir mal links liegen oder rechts liegen und gehen weiter. So, hier in diesen Raum, da können wir jetzt lang. Konnten wir vorher scheinbar nicht. Ich umgehe auch alle Trainer, die mir auf dem Weg begegnen. Irgendwie schaffe ich es immer wieder. Manche schaffen es nicht und müssen dann kämpfen, aber
Ich scheine es doch immer zuverlässig zu schaffen. So, die Statue wollen wir. Ja, kommt man noch von vorne dran. Ein versteckter Schalter. Ja, drücken wir. Versteckter Schalter. Ja. Ich hoffe, ich habe ihn nicht zweimal gedrückt, weil dann sind wir wieder bei Null. Das wäre ein bisschen blöd. Habe ich nicht aufgepasst. Da hätte ich mal ein bisschen aufmerksamer sein sollen. So, entkommen. Und weiter geht's. Hoffentlich gleich am Ziel. Slimer. So viele wilde Pokémon hier. Ein Schutz-Item habe ich, glaube ich, immer noch nicht. Top-Genesung habe ich jetzt. Da liegt ein Item. Das können wir uns holen. Nachdem wir das Radikal links liegen lassen haben. Was, du kannst nicht davon laufen? Ach du Schande. Oh Mist. Hilfe. Lass mich fliehen. Let me go. Dankeschön. Auf Englisch geht's dann oder was? Du kannst keine weiteren Items tragen. Ja, warum denn auch nicht? Dann werfen wir gerade das bekommene TM weg. Okay. Blizzard, okay. Das ist gut. Dann können wir das. Schiller kann Blizzard. Ja, komm. Nehmen wir Blizzard für Schillock und dann werfen wir es gleich weg. So, welche Attacke soll vergessen werden? Wär's denn mit Blubber? Ja, das kann man vergessen. Schillock hat Blubber vergessen und ich finde auch gern Blizzard. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Attacke. Ist sie jetzt ewig oder? Ja, scheint weg zu sein. Wieder Platz. Sonderbonbon, das ist gut. Können wir auch gleich einsetzen. Item. Sonderbonbon. Okay. Das kriegt niedrigster Level ist hier 31, 30, 40, 27, 29, 31. Dann wohl Schillock mit Level 27. 28. So. Das hätten wir auch. Na dann, hier kommen wir nicht durch. Müssen wir wohl zurück den Schalter richtig betätigen. Ein wildes Radikal. Na was sonst? Eine Ratzfatz vielleicht, aber... Oh Mann. Ich kann nicht davon laufen, noch mehr Radikals. Ich kann nicht wohl seltenst davon laufen. Nein, Pikachu. Pikachu wurde besiegt. Nein, ich möchte fliehen. Danke. Musste erst mein Pikachu besiegen. Oh, jetzt läuft es nicht hinter mir her. Logisch, wenn mein Pikachu besiegt ist, kann es nicht mehr hinter mir herlaufen. Das danke eines Radikal. So, Schillock ist dran. Lässt mich fliehen oder darf ich mal... Ja, ich darf mal einen Blizzard einsetzen. Ich darf mal einen Blizzard testen, hier an dem Radikal. Das Aufpumpen hilft dir dann auch nichts. Blizzard. Na komm. Und daneben, Blizzard. Zack, 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 zack. Rums. Ja, das bringt nicht wenig, aber auch nicht viel. Später, wenn das Schlag dann zu einem Totok wird und stärker wird. Ja. Und im Moment, naja. Ja, so mittelmäßig. Superzahn, das bringt schon etwas mehr. Ich kann natürlich nicht davonlaufen. Was zum Geier. Schlag wurde besiegt. Natürlich muss mein Schlag erstmal besiegt werden, bevor ich fliehen kann. Alles klar. Wenn jetzt jedes Mal ein Pokémon dafür drauf geht, kommen wir ja nie an. So, da ist die Tür aufgegangen, hoffe ich. Dann können wir da durch. Ja, Zickzack laufen noch am meisten Pokémon anlocken. Oh, noch ein weiteres Item. TM22. Was kann das? Das setze ich gleich ein, damit ich es nicht in der Tasche habe. So. Dem 22 aktiviert, enthält Solarstrahl. Oh, auch nicht übel. Was ich für Items finde. Nein. Smetbo kann Solarstrahl. Das ist nicht schlecht, was wir hier aufsammeln. Kann man vielleicht für die nächste Arena gebrauchen. Ja. Ganz vorsichtig, nicht irgendwelche Attacken. Wenn dann au.
das, was ich gerade gesagt habe, habe ich gemacht. Psychokinese verlernt. Oh, oh. Scheiße. Das war mit Abstand seine beste Attacke. Naja. Gut. Das war, glaube ich, seine einzig gute Attacke. Na, scheiße. Ich habe nicht vorher gespeichert. Fragezeichenöffner. Ja, den brauchen wir. Der ist gut. Und zwar wofür? Wo wir waren? Wo war denn gleich noch die Tür, wo wir Fragezeichenöffner für brauchen? Vielleicht? Nein. Da müssen wir erst einmal zurück öffnen. Ach ja, die Tür von der Arena. Das war die. Ja. Die Fragezeichen, ob das natürlich für die Arena-Leitertür und da können wir die Arena und den Arena-Leiter herausfordern. Ja, genau dafür brauchen wir das Georg. Flucht. Ja, der darf fliehen. So, jetzt muss ich natürlich die Schalter zurück aktivieren. Weil die Tür kann nur aufgehen, wenn ein anderer sich schließt. Und dann kommen wir mal hier zurück. Ein wildes Radikal. Los, Georg. Los, flieh. Du kannst nicht davonlaufen. Ach du Schande. Das schon wieder. Volltreffer. Na, wenn das ein Volltreffer war, dann bin ich ja beruhigt. So, hier runter. Da kommt bestimmt gleich noch ein wildes Pokémon auf uns zu. Definitiv. Oder auch nicht. Hier ist es. Das lang ersehnte wilde Pokémon. Fukano. Los, Georg. Mal schauen, ob ich hier überhaupt hochkomme. Aber dann müsste ich ja durch die Decke fliegen. Wieder hochzukommen könnte eine schwierigere Aufgabe sein, als das Runterkommen. Los, Georg. Flieh. Das Ratzfratz wird dich doch nicht aufhalten. Was? Das Ratzfratz hält ein Georg auf? Ist das denn wahnsinnig? Das Radfahrt sein scheint wirklich lebensmüdig zu sein. Müde. Lebensmüde. Nicht müdig. Kann ich meinen Fluchtseil einsetzen? Oder geht das hier nicht? Ich habe doch ein Fluchtseil. Okay. Ja, das bringt was. Das ist gut. Da sind wir draußen vom Pokémon Center. Ja, da müssen wir den Weg nicht wieder rausnehmen. Eine komplette Lösung auf weiß ich nicht, werde ich vielleicht mal verlinken oder vielleicht auch nicht, ist im Internet rausfindbar, wie man diesen Weg geht. Das meiste haben wir schon gemacht, das war ganz schlecht. Also heilen einmal die Pokémon, die besiegt wurden auf dem Turm. Ja, wir haben es geschafft auf jeden Fall. Und jetzt haben wir den Schlüssel für die Tür zur Arena. Ich würde mal sagen, da wagen wir uns heute nochmal hinein. Mit allem, was wir haben, hinein in die Arena. Die Tür ist jetzt offen. Dann kommen wir durch. Hallöchen. Hey, warte. Du, Champion in Spee. Der hitzköpfige Pyro ist ein Feuer-Pokémon. Spezialist. Du solltest sein Mütchen mit Wasser kühlen. Und besorge dir Feuerheiler. Nein, danke. Feuerheiler werde ich mir nicht besorgen. Aber ein Wasser-Pokémon habe ich ja mit dabei. Hier, ein Schillock. Na dann. Du bist der erste Kämpfer. Man nennt diese Pokémon-Arena auch die Quiz-Arena. Wenn du zu Pyro möchtest, musst du an einem Quiz teilnehmen. Wenn du gewinnst, musst du nicht gegen uns kämpfen. Wenn ich verliere, muss ich doch kämpfen, oder? Okay, wo finde ich dieses Quiz? Quiz. Hallo. Ein Hinweis, wo ich dieses Quiz finden könnte. Zinnoberinsel, Pokémon Arena, Leitung Pyro. Serie Sieger Gary. Natürlich war Gary schon hier und hat gesiegt.
Rätslein, Rätslein an der Wand. Willkommen beim Pokémon Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist deine Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arenaleiter. Das ist richtig. Entwickelt sich Raupi zu Smetbo? Ja. Das ist richtig. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Gut, dass ich mich einigermaßen in Pokémon auskenne. So. Hier das nächste Rätsel. Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Nein, es gibt 8, soweit ich weiß. Und deine Antwort ist richtig. Das ist ja gar nicht so schwer. Ja, obwohl für die erste Pokémon-Generation könnte es Leute geben, die das nicht wissen. Das heißt, könnte für den einen oder anderen, für das eine oder andere Kiddie doch schwer sein. Pokémon Quest, prüfe dein Wissen. Entwickelt sich Quapsel 3-mal? Quapsel. Ich werde jetzt nicht nachgoogeln. Den Teufel werde ich tun, das nachzugoogeln. Das wäre kacke. Ein Quapsel entwickelt sich 2-mal. Nicht 3-mal. Wer entwickelt sich denn 3-mal? Außer Evoli entwickelt, tut das keiner. Nein. Und deine Antwort ist richtig. Geh weiter. Okay. Weitere Fragen, weitere Quizzes. Für dein Wissen sind Donnerattacken gegen Boden-Pokémon sehr effektiv. Effektivitätsfragen. Da war ich noch nicht gut drin. Aber Donner gegen Boden müsste eigentlich, oder? Ja, Elektro gegen Boden. So hieß es doch. Oh oh. Falsch. So ein Pech. Jetzt muss ich kämpfen. Naja. Muss wohl sein. Dass es nicht gegoogelt und abgeguckt ist. Ja. Wie gesagt, Effektivitätsfragen. Da war ich immer ein bisschen überfragt. Und da können wir schon mal trainieren. Mit Glutexo gegen Galoppa. Natürlich. Was denn auch sonst? Tausch. Glutexo genug. Komm zurück. Los, Schlock. Ich hoffe, der wird jetzt nicht besiegt. Weil... dann habe ich keinen Wasser-Pokémon mehr für den Pyro-Kampf. Hallöchen. Blubstrahl. Schluckfehl, Blubstrahl. Na komm. Lass das sehr effektiv sein. Ja, meine Pokémon sind irgendwie underleveled. Kann das sein? Top-Genesung 2. Tränke 1. Top-Rang, Hyper-Rang 2, vergiss es. Wo habe ich Beleber mit dabei? Beleber habe ich 2 mit. Okay, einmal Surfer einsetzen. Routenschlag, ja gut. Dann wird das vielleicht was bringen. Surfer, zack, los, mach's alle. Boah, ich kann schon nicht mehr sprechen vor Aufregung. Das ist kacke. Aquaknarre, Feuerwirbel, Nein, Schillock. Oh, er hält's aus. Ist gelähmt, was zum Geier. Greift weiter an. Nein, Mist. Schillock wurde besiegt. Georuk? Gegen Feuer? Ich weiß nicht. Mega-Hieb. Komm, nur noch ein Schritt jetzt hier, ein kleiner Krieg, sondern es ist K.O. Skalopper kaputt. So, das hätten wir. Gut, die Fragen beantworten, sonst ja. Sieht's blöd aus. Zeug besiegt den Streber. Haha. Streber. Nein. Streber nicht auslachen. Nicht mobben hier. Böser Zweigi. Autsch. Zweig gewinnt 1000. 25 Pokémon und dann geht sie aus dem Kampf gegen den Streber hervor. Das ist moralisch nicht in Ordnung, dass die Streber sind. Ja, ist gut. Wisst ihr, wie alt das Spiel ist. Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen.
unterscheiden sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level. Ja. Musste noch was sagen. Zwei gleiche Pokémon, das ist, Die haben auch noch Werte, das ist Verteidigungswerte. Ich kann mich nicht so gut damit aus. Ich war immer offensiv in Pokémon-Spielen. Aber ja, ich muss mal kurz meinen Chigi heilen. Mein Schillock. Die unterscheiden sich. Beleber. Eins müssen wir jetzt opfern. Auf Schillock. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber naja. Muss wohl so sein. Hypertrank auf Schillock. Ich hoffe, wir überstehen den Arena-Kampf trotzdem noch. So, die Frage lautet: Pokémon Quest, prüfe dein Wissen. Ist TM28 die Froschattacke? Ach du Schande, TM28, als hätte ich das als auswendig gelernt, als wüsste ich, auf welche TM, welche Attacke fällt die Froschattacke? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber wenn die schon so fragen, ist es ja wahrscheinlich. Nein, ist sie nicht. Ja, ist richtig. Huhu, das war eine Fangfrage. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. So, und das sieht aus wie Pyro. Ja, das ist Pyro. So, einmal kurz speichern. Ich will dann neu starten können, wenn ich verliere. So, einmal gesichert und auf geht's. Ha, 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 ha. Ich bin Pyro. Arena-Leiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest schon mal Feuerheiler parat halten. Oder auch nicht. Klug ist, ohne Feuerheiler gegen Pyro anzutreten. Naja, mal sehen. Vulona. Und ich fange natürlich mit einem. Ich habe natürlich einen Glutex an erster Stelle. Das ist natürlich. Ich hätte mein Pokémon-Team mal umräumen sollen. Ist klar. Glutex so genug. Schlock. Naja, Vulona ist vielleicht noch nicht das. Flammenwurf. Das finale Pokémon. Wie gesagt, ein unterleveltes Team. Blizzard. Flammenwurf. Schlock hält's nicht aus. Hält's nicht durch. Ja. Einer der letzten Orden. Leicht wirkt's nicht. Das war aber irgendwie schon klar. Ist jetzt Schaufler ein. Guten Schlag. Okay, sehr gut. Vielleicht bringt es ja genauso viel, wie es früher gebracht hat. In den alten Kämpfen. Ja, das bringt verdammt viel. Attack ist effektiv. Schaufler. Supertrank. Okay. Naja, das wird die Zoff nicht wegrocken. Ja, Georock rockt. Rudona weg. Gutes Wortspiel. So. Vielleicht kann das Georock auch hinkriegen. Georock gegen Pyro. Galoppa. Ich kämpfe erstmal weiter. Ja, schnell Schaufel einsetzen. Okay, Galoppa setzt Heule ein. Das ist gut für mich. Da kann ich mich eingraben und Bodycheck geht daneben. Das ist gut. Das ist gut, sonst hätte ich hier großen Schaden erhalten. So, Schaufler. Feuerwirbel. Halt durch. Der ist Level 40. Naja, das wird, dann wird er. Oh, ja, das macht wenig Schaden. Greift weiter an. Ist gelähmt. Ach du Schande. Die Situation schon wieder. Na komm. Na toll. Na komm. Na toll. Oh Mann. Komm, Schaufler! Schaufler, komm, Georock, was machst du? Mach doch, hier, komm. Jetzt ist gelähmt, was ist denn jetzt hier passiert? Wurde zu hart auf den Kopf gehauen. Ist jetzt herum abwärts gelähmt oder was? Bodycheck, oh nein. Nein, was ist denn? Was ist denn? Und kehrt sich ein, na komm, mach's zu Ende. Schaufler, zack. So, Galoppa besiegt, da war es nur noch einer. Ich glaube, ich brauche mal einen Trank für Georock. Level 41. Sehr gut. Arcani. Ich möchte weiterkämpfen.
Embeleber habe ich noch. Okay, ich riskiere es. Schaufler. Bodycheck. Oh oh, das war vielleicht ein zu großes Risiko. Okay, gibt's ein Reflektor. Bringt ja nicht viel. Ui, das wird ein bisschen spannender. Ja, das wird es. Verzweifelte finale Attacke. Ja, oder auch nicht. Finale. Ja, ich habe eh nur wenige. Na komm, lass es wirken. Oh, es hat nicht genug gewirkt. Nicht so, wie ich gedacht hätte. Wir müssen Diorak beleben. Oder mit Stormbunker kämpfen. Nee, naja gut, ich versuch's nochmal. Versuch's mal mit Stauburger. Und Fliegen dürfte ja auch gehen. Na komm, zeig, was es bringt. Nicht viel. Dann lassen wir es bleiben. Item, Beleber. Diorak war gut bisher. Das kriegen wir so hin. Beleber auf Diorak. Diorak ruckt den Feuerkampf. Hätte ich nicht gedacht, aber gut. Müssen wir gar kein Wasser-Pokémon brauchen für einen Feuerkampf. Ja, und so viel zu Tobunga. Los, Glutexo. Du musst jetzt hier mal der Lockvogel sein. Ja, ist klar, dass du da nicht kämpfen kannst. Hypertrank auf Diorak. Zack, so. Dann kann ich jetzt Bodycheck ein, geht's daneben. Kann er vielleicht noch einsetzen? Nein, kann er nicht. Habe ich noch einen Beleber dabei? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Wie es ausschaut, habe ich das nicht dabei. Dann muss ich wohl mit den auskommen, die ich jetzt habe. Stärke. Feuersturm. Na, das wird den Level 32er alle machen. Du Texo. Oh, wird er nicht. Stärke. Na komm, bitte ein bisschen, bitte ein bisschen. Ach. Ja, das war wirklich ein bisschen. Diorak. Na komm, Diorak gibt dein Bestes. Ist schon geschwächt. Akani ist schon. Oh oh. Sehr geschwächt. Bodycheck. Nein, 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 nein. Tika ist effektiv. Nicht effektiv, okay. Das sah anders aus. Schaufler. Na komm, Feuersturm. Ach du Schande. Jetzt ist der wieder gelähmt oder was? Ach du oder gleich K.O. Und ich habe keinen Beleber mehr. Nein, sah schon so gut aus. Das hätte man kriegen können. Jetzt habe ich noch Pikachu und Smetbo. Ach du und keinen Beleber. Smetbo. Ja. Konfusion. Bitte, 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 bitte. Ach, verdammt. Schlafpuder. Flammenwurf. Ach du Mist. Hätte Schlafpuder als erstes einsetzen sollen. Wird er zumindest schlafend. Hätten wir vielleicht ein bisschen Zeit für Pikachu gewonnen. Ich habe keine Beleber mehr. Donnerschock. Flammenschock. Flammenwurf. Jai. Ja, Spitze. Aber wir können es schaffen, es ist machbar. Es ist, wenn wir mit Diorak und mit Shilok kämpfen, Shilok, ja. Dann könnte das durchaus gehen. Ich setze natürlich Glut ein, was zum Fick. Bin ich denn doof? Zerrschneider. Na komm, noch setzt der Reflektor ein. Noch kannst du. Das bringt leider nicht sehr viel, aber die letzten Atemzüge jetzt hier noch kämpfen. Und das war's. Ja, nächstes Mal besser vorbereitet. Und dann, ja, kriegen wir es auch hin. Alle Pokémon von Zwergi wurden besiegt. Zwergi fällt in Ohnmacht. Naja, dann würde ich mal sagen, dass mich noch mal umsonst gefallen haben. Lasst ein Abo da. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mit dem Zwang Quest verpassen wollt, immer so schön runtergehaspelt am Ende des Parts. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part bei Pyro wieder und
treten gegen ihn an. Ich sollte mir einen Beleber besorgen. Einen oder mehrere. Und dann wären wir hoffentlich mal siegreich aus dem Kampf gegen den Arenaleiter Pyro hervorgehen. Und ja, nehmen wir den nächsten Orden. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Bis dahin. Ciao, ciao.